bei jedem Auftritt mache ich so. Gerade eben wieder Biden Joe hat der neue Präsidentenmann da drüben von Amerika. Dann meint man nämlich zweifelsfrei, dass ich ein junger Kerl sei. Hat die Dinger habe ich in der Tat im Keller zusammenbastelt grad. Wo stelle ich jetzt die Tafel nach, dass Gerlinde dir nichts sehen kann? Ja, normal wäre ich in Konstanz heute, doch immer halt Corona-Zeit. Gerlinde meint noch, schauen wir da die Phase nicht halt im Fernsehen an. Gerlinde, ich schalt eben grad schon ein, der Fernsehapparat. Komm schnell und hock die zu mir nah. Fass nicht in Konstanz, fang grad an. Die Konstanzer Fastnacht 2021 vom Bodensee aus dem historischen Konzil. Aus dem herzlich und freudig desinfizierten Konstanzer Konzil. Heute Abend für euch mit dabei das Konstanzer Urgestein Norbert Heitzmann. Aus dem schönen Hilzingen Marianne Schätzle. Jürgen Kreis und Mario Böhler. Und die bezaubernde Frau Weber. Und viele, viele, viele mehr. Konstanzer Fastnacht aus dem Konzil. Honaro und Bühne frei für unser Narrenspiel. Konstanzer Fastnacht, alle groß und klein. Ladet mich zum Fastnacht. Bei uns am schönen, schönen Bodensee zu einer ganz besonderen Konzil-Fasnacht. Eine Fasnacht, wie man sie normalerweise nicht so kennt. Es ist alles etwas anders. Wir haben kein Publikum. Die, die da sitzen, die sind eh da. Das sind unsere Akteure. Wir halten uns an alle Hygiene- und Abstandsregeln. Wir sind alle getestet worden im Vorfeld. Und gerade mit den Hygieneregeln, hey, da kriegt der Begriff Maskeball eine ganz, ganz andere Bedeutung. Ja. Aber wenn in den Herzen richtiges Narrenblut pumpt. Und es tut sowohl bei unseren beiden gastgebenden Narrengesellschaften der Niederburg und der Camellia Paradies. Und es tut so beim kompletten Team vom SWR Fernsehen. Dann sagt man einfach irgendwann, Häsärmel hochkrempeln und wir machen das. Und so freuen wir uns jetzt auf über 2,5 Stunden Saalfastnacht aus Konstanz und der Region. Ja, man kann nicht raus. Ich merke es an mir selber. Du kannst eben zum Friseur. Ich sehe aus wie so ein Haderlump. Ja, man lässt sich auch selber gleich weg. Man lässt sich gehen, ich bin etwas unrasiert und ja, vom Shape her, wie man neudeutsch sagt, die Form habe ich auch ein wenig verloren. Ich habe zugenommen in der Corona-Zeit, ihr Lieben. Ein Wahnsinn. Die hat eine Arbeit gehabt, bis die mich in diesem Anzug drinne gehabt haben. Aber ja, ich meine, er kaschiert, glaube ich, ganz gut.
Sie mal, Herr Vollmer, sehen Sie gut aus. Haben Sie etwas machen lassen? Ja, eine Kleinigkeit. Der Kittel hinten ein wenig weiter. Ja, schönen guten Abend miteinander. Für die Schönheit machen manche ja viel, gell? Ich sag immer, irgendwann kommt der Punkt, da muss man sich entscheiden, entweder fett oder faltig. Meine Freundin Erika sagt ja, heute ist das ganz normal, dass man etwas machen lässt, gell? Also egal, ob's Frauen sind, Männer sind oder diverse, gell? Also beim Fernsehgucken von unseren Talkshows, da wäre sie einmal so froh, wenn unten dran die Namen standen täten, weil da denkt sie so oft, die Stimme kenne ich, aber wer ist das? Und dann ist es jemand, wo sich vor lauter Strafe ums Verrecken nicht mehr ähnlich sieht, gell? Oh. Erika? Ja, gerade haben wir von dir geschwätzt. Carola hat ihren hochprozentigen Eierlikör mitgebracht. Altes DDR-Rezept. Uiuiui. Du siehst mich. Ja, ich sehe dich. Erika, ich bin am Schaffen. Ja, tschüssle. Ja, die sitzt jetzt mit der Carola daheim, weil sie momentan freigestellt sind, die zwei. Ja. Hört sich an wie Freizeit, ist es aber it. Gell? Wo war ich? Schönheit. Gerade gestern war ich einkaufen, an der Kasse, hinter Plexiglas, die Kassiererin, eine bildhübsche junge Frau, bis auf die Lippe. Jetzt hat die eine Perle Säuterwurst im Gesicht. So. Das Schlimme ist ja, dass man gar nicht weggucken kann. Dauernd habe ich mich so auf diese pralle Würstel gucken. Peinlich, gell? Ha ja, so kannst du auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Meine Erika sagt, das ist modern. Das hat man heute. Da gehst du morgens ins Schönheitsinstitut mit deinen Reiterhosen und abends kommst du raus mit so einem klitzekleinen Ärschle. Ja. Reiterhose. Früher hast du da gar keinen Namen dafür gehabt. Da hat man gesagt, der oder die ist unterrum ein bisschen fester und damit war der Kittel geflickt. Gell? Ah ja, machen wir uns nichts vor. Schönheitsideale hat es immer schon gegeben. Ich kann mich entsinnen, als Teenagerin, da habe ich mir Tempotaschentüchle in den BH reingestopft, damit es ein bisschen mehr aussieht. Gell? Oder meine einzige Jeans am Abend rausgewaschen, dann über die Heizung gehängt und morgens versucht, das brettharte Ding anzuziehen. Da hast du dich doch oft bloß mit letzter Kraft aufs Bett geworfen, damit du den Reißverschluss zugekriegt hast. Gell? Die Belohnung war ein flacher Bauch, auch wenn dir dann in der Schule später die Füße abgestorben sind vor lauter Eng. Ah ja, oder die Plateauschuhe, wo du dich hast gegen die Eltern durchsetzen müssen, die dir gesagt haben, dass du dir hundertprozentig deine Haxen brechen wirst. Ja, eben, Schönheitsideal, ja. Mit ein bisschen Schminke, Trickse beim Anziehen und so. Aber doch nicht gleich mit Spritzen und OPs und so. Ja. Carola sagt ja, dann lässt er dich regelmäßig runterneuern und dann weißt du auch nicht, ob das Hirn keinen Schaden nimmt. Denn Narkosen sind so gefährlich, da sind die Leute hinterher auch nicht mehr das, was sie vorher mal waren. Mit Sport kann man ja auch viel machen, gell? Da gibt's ja jede Menge. Zum Bodyforming, Stretch, Yoga, Swing, Piloxing, Tai Chi, 5 Tibeter-Tanz und so. Ja. Ja. Aber sie, die Erika und ich, wir haben jetzt was Eigenes erfunden. Eine Sportart, wo du überall machen kannst, gegen zu viel Sitzfleisch. Chlorobic. Wissen Sie was?
Wissen Sie was? Ich zeug's Ihnen grad. Aber das wäre doch viel besser, wenn Sie mitmachen täten. Jetzt standen Sie mal alle auf. Kommen Sie mal mit. Sie daheim auch. Runter vom Sofa, ran an den mittleren Ring. Ja. Passen Sie auf, zuerst brauchen Sie mal 2 Rollen Klopapier. Sie müssen ja genug daheim haben, wenn man so in die leeren Regale von den Drogeriemärkten guckt, gell? So, und Sie machen auch mit. Da sind Sie versorgt. So, sind Sie parat? Ja! Dann Musik! Und hoch und runter! Und Füße, Füße, Füße! Füße, Füße, Füße! Und hoch und runter! Hoch und runter! Und Füße, Füße, Füße! Füße, Füße, Füße! Und Becken, 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 Becken! Und Brille! Die Brille! Die Brille! Und der Speck ist weg! Carola macht es ja ganz anders. Wo die Sportgeschäfte noch aufgeht haben, da ist die reingegangen in die Sportgeschäfte und hat regelmäßig Turnschuhe anprobiert. Warum? Die Sportgeschäfte haben jetzt neuerdings so Trainingstestlaufbänder, ja, und damit die Gelenke von der Carola optimal zu den Turnschuhen passen, ja, hat sie das dort ausprobieren dürfen. Dann hat sie das 2-mal in der Woche gemacht und hat sich so das Fitnesscenter gesperrt. Unser Carola ist halt ein Cleverle, gell? Aber sind wir doch mal ehrlich. Früher hat es doch einfach genommen, wie es ist. Man hat so ausgesehen, wie man aussieht und sich gesagt, jetzt mach was draus. Und heute denkt man, man kann über eine Schönheitsoperation von außen einen Charakter bilden, gell? Die Erika sagt ja, dass sogar das Sixpack heutzutage fake ist. Einfach raffiniert in Streifen abgesaugtes Fett vom Waschbärbauch. Sie, man weiß ja auch nicht, wie gefährlich das wirklich ist, gell? Also was mit den Lippen in 20, 30, 40 Jahren ist. Ich meine, da kann man ja froh sein, wenn da in die Hüfte oder das Knie kommt, gell? Aber einfach so an sich rumschrauben lassen, Ich sag immer, wir bleiben, wie wir sind. So kennt uns der Partner und das Kind. Ohne Not lässt man sich nicht operieren. Das sollten die Leute einfach mal kapieren. Die innere Schönheit bleibt immer erhalten. Egal ob bei den Jungen, den Alten. Lasst uns das Leben genießen und nicht von Scheinideale vermiesen. Die ändert sich doch auch allheck. Dann müssen die Lippen gerade wieder weg. Bleibe gesund und natürlich froh. Wünscht euer Elfriede. Hornaro! Wird auch Zeit, Herr Vollmer, wird auch Zeit. In Corona-Zeiten gefragter denn je. Unsere Fachfrau für Hygiene, Elfriede Meyer. Und wenn sie nicht gerade als Elfriede in Sachen Gesundheit, Hygiene und Schönheit unterwegs ist, dann ist sie Kabarettistin oder einfach nur ein Niederbürger Meskerle. Unsere Michaela Bauer, auf dich drei saubere und hochdesinfizierte Honaro! 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 Ja, vor unserer Fachfrau für Hygiene jetzt zu einem Nichtfachmann fürs Friseurhandwerk, nämlich zu mir. Ich habe, während die Elfriede auf der Bühne war, versucht, do-it-yourself ist ja gerade voll im Trend, mein Haar wäre gleich wenig doch in den Griff zu kriegen fürs Fernsehen. Ich denke, da hanerum ist es mir ganz gut gelungen, aber wenn ich so genau nachgucke, glaube ich, oben bin ich wenig weiter hintere gerutscht. Aber, ja.
Ich sage immer, ein schönes Gesicht braucht Platz. Aber wir haben weitere Fachmänner da, das sind wirklich Fachmänner, und zwar Fachmänner für Musik. Normalerweise, das wissen die meisten Zuschauer, ist hier im Konzil für die Musik verantwortlich unsere Froscherkapelle aus Radolfzell. Das geht momentan aber nicht wegen Corona, die dürfen ihre Blasinstrument leider nicht in Betrieb nehmen. Aber es wäre ja nicht so, wie wenn man nicht wüsste, wie es weitergeht. Wir haben ein weiteres musikalisches Konzil-Urgestein ja noch im Petto. Da drüben sitzen sie, unsere Konzilkapelle 2021. Jürgen Weidele und Weideles Take a Dance. Jürgen Weidele. Und wir schicken natürlich einen riesengroßen lieben Gruß nach Radolfzell rüber zu Tobi Franz und seine Frosche. Es geht dieses Jahr leider halt jedes Monat mal wenigstens ein Jahr Konzilurlaub machen. Ja, wohl Urlaub ist auch so ein Wahnsinn Stichwort in der Zeit. Urlaub geht ja auch nicht. Letztes Jahr, dieses Jahr wird es wahrscheinlich auch nicht viel mehr. Mich hat ein Kumpel neulich gefragt und hat gesagt, hey Rainer, wenn das mit dem Lockdown vorbei ist und du wählen dürftest, wie würdest du wählen? Ein Familienurlaub mit allem drum und dran oder ein schönes Bier mit ein paar Kumpels? Was würdest du wählen? Ein Pilz, ein Export oder ein Weizenbier? Ja, ich habe natürlich sofort gesagt, hey Leute, ich wähle den Familienurlaub, ist doch ganz klar. Aber ja, wie gesagt, momentan bleiben dir nur die Erinnerungen, vielleicht ein paar Fotos. Aber ich dir mal ein schönes Bilderabend kannst momentan machen. Na, ja, fast nicht. Du hast den Im Vorfeld war ja nicht klar, ob die Sendung überhaupt stattfinden kann oder nicht. Nun habe ich mir einfach gedacht, ich bringe ein paar Bilder von mir und von Konstanz mit. Wie begrüßen sich eigentlich zwei spanische Fotografen? Ja? Buenos Dias. Und solche Dias habe ich mitgebracht, weil früher haben wir immer so ein Dia oben gemacht. Apropos Abend. Wer hätte das gedacht, dass ich in meinem Alter nochmal Ärger krieg, wenn ich abends um 8 Uhr nicht daheim bin? Zu mir hat man ja immer gesagt, umgib dich mit positiven Menschen. Und jetzt haben wir den Salat. So, jetzt wird's aber Zeit, dass wir mal die Dinger da anmachen. Ja, das ist jetzt im Hafen von Konstanz. Da steige ich gerade in ein Schiff ein. Und da stand ich auf so einem Steg. Oder besser gesagt, ist es so ein Holzbrett. Also ich war nicht lang auf dem Schiff, dann ist es mir schlecht geworden. Mir war speiübel. Ja, und da stand jetzt an der Reling. Ich weiß nicht, von wem mir schlecht geworden ist. Entweder habe ich was Falsches gegessen oder es war die Schaukelei auf dem Schiff. Nein. Das ist nicht das gleiche Bild wie vorher. Das ist beim Aussteigen. Und ich glaube, ihr habt schon gesehen, wo wir die Aufnahme gemacht haben, da war ich wesentlich dicker. Ja, da bin ich jetzt beim Angeln. Ich glaube, das Bild ist seitenverkehrt, weil da gucke ich ja nach hinten. Jetzt muss ich noch mal zurück.
Ja, das ist Kanada. Und jetzt? Ja, jetzt ist es richtig. Da bin ich beim Angler in der Seestraße. Das ist jetzt ein Bild voller Ruhe und Gelassenheit, voller Entspannung. Ich bin den ganzen Tag bin ich da in der Seestraße gestanden. Übrigens, vor 2 Wochen war ich auch beim Angeln, wo es so kalt war. Ja, dann ist ein Mann zu mir gekommen und sagt, Sie, haben Sie Zahnweh, Sie haben so dicke Backen. Und ich sagte, nein, nein, ich muss bloß die Würmer auftauen. Ja. Ja, und dann habe ich so einen Fisch gefangen. Der hat mich dann so komisch angeschaut, aber das sieht man jetzt gar nicht richtig. Ich glaube, man muss noch mal ein wenig näher ranzoomen. Jawohl. Der hat mich mit seinen großen Augen angeguckt. Aber wenn man es gerade von den Augen hat, ich war erst beim Optiker. Dann habe ich gesagt, hier, Herr Optiker, ich sehe nichts mit einer Brille für Weitsichtige, ich sehe aber auch nichts mit einer Brille für Kurzsichtige. Dann sagt er zu mir, ja, probieren Sie es mal mit Linse. Ui, dann habe ich gesagt, ja, meinen Sie, ich sehe denn besser, wenn ich starke Blähungen habe. Entschuldigung, das Bild hätte jetzt da nicht reingehört. Das habe ich jetzt wirklich nicht zeigen wollen. Aber das ist jetzt nicht seitenverkehrt. Jetzt stell dir vor, da hätte ich nach vorne gucken. Ja, da bin ich beim Fußballspielen. Ich mache gerade einen Fallrückzieher. Ja. Ein Bild voller Ästhetik und Dynamik. Ein Bild voller Action. Eigentlich ist das mein Lieblingsbild. Das könnte ich stundenlang könnte ich das anschauen. Ja, ja, ich gebe ja zu, es ist ein wenig verwackelt. Aber schön zum Angucken. Jetzt muss ich gerade überlegen, was ist denn das? Ein toter Hund auf dem Rücken. Ah, jetzt habe ich es. Das Bild steht auf dem Kopf. Sollen wir das noch mal eine Weile angucken? Ja, jetzt haben wir es. Das ist die Fahrradbrücke über den Rhein. Eigentlich ist die Brücke nicht so steil. Die ist viel flacher, sonst kommt man ja nicht drüber. Ja. Und im Hintergrund von der Brücke, wir haben gesehen, im Hintergrund, jawohl, da steht der Pulverturm. Das ist unser Narrenlokal. Aber dieser Pulverturm, der ist ganz traurig. Ja, weil er hat jetzt über ein Jahr keine Sitzung stattfinden können, kein Festle war, es war einfach nichts los. Darum ist der jetzt so traurig. Ja, das kennt jetzt jeder, oder? Was ist das? Das ist klar, Wahrzeichen von Konstanz. Ja, das ist die Imperia. Eigentlich ist das ein leichtes Mädchen. Aber bei der Aufnahme kommt sie ganz schön schwer rüber.
Wenn wir es gerade von den leichten Mädchen haben. Vor 2 Jahren war ich in Hamburg auf der Reeperbahn. Bin ich auch in der Herbertstraße. Also, das ist da, wo die leicht bekleidete Frau im Schaufenster hockt. Da bin ich an so einer Scheibe nah und hab nachgelupft. Dann habe ich gesagt, wie viel? Dann hat sie gesagt, 750. Hui, habe ich gesagt, das ist aber teuer. Dann hat sie gesagt, ja, ist ja auch Thermoglas. Ja. Ja, und auf der linken Hand von der Imperia, da hockt das Päpstli. Ja, seit mehr als 25 Jahren hockt der so da. Den kann nichts aus der Ruhe bringen. Der glotzt immer gleich vor sich nach. Eigentlich lacht er nie. Ich weiß nicht, was der heute hat. Ich weiß nicht, an was der denkt. Ja, da sind wir jetzt gerade drin. Das ist Konzil mit dem schrägen Dach und das vorne quer. Das ist die Terrasse. Und im obersten Stock, da steht ein Fenster offen. Ja, eigentlich steht das Wagen weit offen. Ja, genau. Ja, vor mehr als einem Jahr haben wir da ja unsere letzte Weihnachtsfeier gehabt. Da bin ich unten gestanden vor dem Aufzug. Dann kommt eine Frau zu mir und sagt, so, wenn die Zaun auffahren. Und ich sage, nein, ich warte, bis der dritte Stock nach unten kommt. Ja, 2 Stunden bin ich auf dem Dach geguckt bei der Weihnachtsfeier. Weil auf der Einladung ist gestanden, alle Getränke gehen aufs Haus. Ja, das ist jetzt der Übertragungswagen vom SWR. Da steht die Beifahrertür offen. Nein, war glaub ich doch die Fahrertür. Ja, und das Licht hat auch noch brennt. Ja, und oben auf dem Dach, da hat der Übertragungswagen eine Antenne. Die zeigt eigentlich in die andere Richtung. Sonst hätten wir ja keinen Empfang gehabt. Also ich weiß es nur wie heute. In zellerer Nacht, da hat es angefangen winden, es hat Sturm gegeben, es war Sturmwarnung, die Wellen sind immer höher geworden, die Möwen sind durch die Luft geflogen, dann hat es ein Gewitter gegeben mit Donner und Blitz, dann hat es angefangen zu regnen, es war ein richtiger Wolkenbruch. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie er das nachkriegt. Der eine heißt Jürgen, man sagt ihm aber nur den Neckes, der andere ist der Mario, dem sagt man aber nur Herr Präsident. Das waren Jürgen Kreis und der Präsident der Niederburg, Mario Böhler. Auf die beiden ein dreifach gut belichtetes und absolut scharf geschossenes Honero. Honero. Apropos Schatzi, schenkt mir ein Foto, da habe ich eine wunderbare Geschichte für euch, nämlich eine Aktion, unsere SWR-Sofa-Fasnacht. Wenn wir uns schon in diesem Jahr nicht sehen können, live miteinander Fasnacht machen können, dann wollen wir wenigstens eure Fotos. Wir wollen sehen, wie ihr daheim auf dem Sofa oder auf dem Esstisch oder in der Küche oder sonst auch mal in der Badwanne, egal, wie ihr närrisch dekoriert daheim Fasnacht macht, macht ein schönes Foto, schickt es uns auf der Homepage swr.de/Fasnacht und schickt uns eure schönen Fotos von eurer Sofa-Fasnacht. Wir freuen uns auf die Bilder.
Wir kommen zu den jungen Leuten. Die jungen Leute haben es ja momentan in der Corona-Zeit auch nicht wirklich leicht. Ich merke das bei meinen eigenen. Die sind 15, 17 und 19. Die sind im Alter, da sind sie mobil. Man hat den Mofa, man hat den Roller, man hat ein Moped, man hat ein Auto, man kann fort, man sollte unter die Leute Party machen. Ja, man sollte auch Sachen machen, die man daheim nicht erzählt, von denen ich aber weiß, dass sie sie machen, weil ich sie früher auch gemacht habe und das daheim auch nicht erzählt habe. So, aber sie sind mobil und dürfen nicht. Mein Mittlerer hat mittlerweile sogar den Autoführerschein gemacht, also diesen B17, dieses begleitete Fahren. Hey, ich kann euch sagen, das ist eine gruselige Angelegenheit. Der fährt mit dem Auto und du musst als Vater nebenan hocken. Du kannst nicht eingreifen. Du sollst beraten. Das ist ein ganz kebeliges Gefühl von Wellen und it dürfen. Aber okay, er fährt ganz gut, vielleicht ein wenig zügig, muss ich sagen. Ich sage manchmal, Janis, fahr ich ganz so schnell, dann sagt der Vater, alles gut, das wird schon irgendwann einmal rum, ist auch heute am Tag erfunden worden. Dann sage ich, ja, aber so wie du fährst, sind wir in einer Stunde dort. Aber er fährt, ich hock nebenan, was macht man jetzt alles für die eigenen Kinder? Als junger Bub, da hat man's schwer. Au, oh, das ist mittlerweile recht lang her. Sind wir ehrlich, schaut mich an. Ich bin fast ein gestandener Mann. Doch wenn wir weiter ehrlich sind, das bringt mir aktuell nint. Denn Corona bremst schon lang mich und meinen Tatendrang. Hey, statt auf die Pirsch zu gehen, mit Kumpels nach den Mädels sehen, hock ich abends brav zu Haus. Das ist doch schade. So sieht's aus. Ebenfalls ist neu bei mir dieses kleine Stück Papier. Denn fürs Auto ist kein Witz der Führerschein in meinem Besitz. Doch auch hier schränkt man mich ein. Denn steige ich in der Karre ein, hocket schon der Vater drin, weil ich halt nur 17 bin. Ich darf nur begleitet fahren. Und so nehm ich mit dem Karre, ob ich will oder nicht, in Gottes Namen den Kerle mit. Doch das sorgt, so ist es halt. Dafür, dass es öfter knallt. Nein, das Auto bleibt schon heil bei mir. Es kracht zwischen Co-Pilot und mir. Das erste Fährtle mit uns zwei. Ich steig stolz ins Auto ein. Der Vaterkund mit leichtem Schwitze auf dem Beifahrersitz zum Sitze. Ich spür im Innere vom Wagen seinerseits ein Unbehagen. Doch wir stehen bereit zum Start bei uns in der Hofeinfahrt. Ich starte Motor und geb Gas. Herrgott, macht es einen Spaß. Unbändig ist mein Vorwärtsdrang. Ich dab's Pedal durch, was ein Klang. Ich reiß das Steuer hin und her und tritt den Motor noch wenig mehr. Der Vater guckt mich sprachlos an. Ratta, 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 da, da, da. Ratta, ratta, da, 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 da. Ratta, ratta, ra-da-da-da-da. Ich Vollgas, Lenkrad rum und numm. Der Vater sagt, geil zu dumm. Doch probier jetzt eins noch bloß. Leg in Gang ein und fahr los. Au, da wird's mir heiß und kalt. Ich denk, egal, probieren wir's halt. Kupplung, Gangnei, Gaspedal, Schulterblick auf jeden Fall. Ich lass langsam Kupplung los, Gase zu, nur etwas bloß. Es quietscht, der Karre macht mit Schwung
kurz nach vorne einen Sprung. Erneutes Quietsche, Motor aus, schau Stommer wieder, aus die Maus. Der Vater haut's bei der Sache mit dem Hirn aufs Handschuhfach. Nicht meine Schuld, Leute, das ist klar, dass der noch nicht angeschnallt war. Beim zweiten Anlauf klappt es dann, naus zum Hof und ab auf die Bahn. Entspannt so gleiten mir dahin, jetzt lauft's bei mir, jetzt bin ich drin. Geschmeidig, wie der Vettel ungefähr, nehme ich der erste Kreisverkehr. Doch mein Senior nebendra wird weiß wie Wand und schreit mich an. Im Kreisverkehr, er mir erklärt, man steht's rechts rum, im Kreis rumfährt. Doch ich denk mir, was juckt es mich? Linksrum ist halt einfach kürzer g'si. Komm, entspann dich, alte Ma. Ratta, ratta, rada, da, da, da. Ratta, ratta, rada, da, da, da. Ratta, ratta, rada, da, da, da. Unbeeindruckt fahr ich fort. Auf die Landstraße, naus aus unserem Ort. Malerisch zieht an uns zwei die Bodenseelandschaft vorbei. Hey, fehlt mir auch der letzte Schliff? Ich find, ich hab's echt gut im Griff. Und ich registriere froh, die anderen Leute sind's ebenso. Denn ich hab's sehr wohl vernommen, dass alle, die entgegenkommen, vom Steuer nehmen ihre Finken und zum Gruß mir freundlich winken. Ich sag, du Vater, siehst es nicht? Alle Leute grüßen mich. Der Vater sagt, nicht ganz, mein Kleiner. Mach's Fernlicht aus, dann grüßt dich keiner. Als nächstes fahren denn wir zwei langsam Richtung Konstanz nahe. Hui, das ist anders wie bei uns auf dem Land. Doch schon saumäßig viel Schilder umbenannt. Ample, Spure, 30er-Zone, Zebrastreife, Blitzkanone und noch unberechenbarer 100.000 Fahrradfahrer. Ich denk, das ist doch nicht normal und tritt normal aufs Gaspedal. Ich fahr mit Schwung und viel Gefühl mitten durchs Verkehrsgewühl. Der Vater brüllt, hey, junge Ma, hier gilt 30 km/h. Ich fahr 40 und der Vater macht wegen dem so ein Theater. Wegen 40 km/h stellt der sich so saublöd an. Ich weiß gar nicht, was der will. Gut, es waren 40 km/h zu viel. Der Vater es vermutlich wusste, denn es kam, wie es kommen musste. Sekunden später, ohne Witz, trifft ein seltsam roter Blitz meine Äuglein heidenei. Und dann war die Fahrt vorbei. Der Vater schrie, sofort rechts nah. Ratta, ratta, radatadada. Ratta, ratta, radatadada. Ratta, ratta, radatadada. Wir fuhren heim. Und ich, so klein, musste Co-Pilot dann sein. Die ganze Heimfahrt hat mein Alte mir einen jenseits Vortrag halte. Doch ich denk mir, komm, lass'n Lalle, ist noch kein Meister vom Himmel gefalle. Er wird schon wieder mal im Karre mit mir, seinem Sohn, begleitet fahre. Ratta, 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 ratta. Im Wagen bei mir hockt ein alter Simpel. Der Boss als besser schwätzt mir immer nein. Doch bald da bin ich 18, liebe Leute, es ist schon so. Dann fahr ich ganz allein Tropona rum. Mein lieber Sohn, also das mit diesem alten Simpel besprechen wir denn, wenn wir morgen früh wieder daheim sind.
aus Stockach, 17 Jahre, langes Haar, Janis Zimmermann. Auf dich, mein Sohn, 3 sehr beschleunigte und quietschende Honaro. 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 Sodele, wir reisen weiter und zwar geht's jetzt nach Italien. In Italien, da geht's ja momentan auch wieder extrem ab, politisch, das heißt momentan, da geht's ja eigentlich immer ab. Ja, aber die sind ja wieder eigentlich dabei, dass sie sich schon wieder ein neuer Regierungschef zusammenbastelt. Ihr müsst euch das mal vor Augen führen. Seit 1946 gab es in Italien 29 verschiedene Regierungschefs. Im Vergleich zu Deutschland mal, wir haben in der Zeit gerade mal 8 gehabt. Und wer weiß, ob sich das dieses Jahr überhaupt ändert. Vielleicht singt ja die CDU ihre Angela den alten Schlager. Tu es noch einmal, es ist so herrlich. Tu es noch einmal, es ist so schön. Ja, aber wahrscheinlich muss man dann auch schlagermäßig kontern, vielleicht mit einem Dieter Thomas Heck Zitat, wenn man so sagt, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die Startnummer 1. 4-mal dabei, bitte nicht mehr wählen, die Angie, die Merkel. Ja. Aber wenn wir ehrlich sind, so eine gewisse politische Kontinuität tut doch eigentlich ganz gut. Vielleicht müsste sich da die Italiener mal eine Scheibe abschneiden oder vielleicht, wie es die Grünen machen, auf eine politische Doppelspitze setzen. Die hätten ja genügend Kandidaten, zum Beispiel Don Camillo und Peppone. Nome di Padre et Fili, Hire in Concili, Spiritus trinki, bis Geist in Deliri, dann avanti auf alle Vieri. Halleluja! O Signori, bei Tag und Nacht, ich bin nur am Beten, und du, schickst mich in diese Dörfer mit Analphabeten. Don Camillo, du sollst die Konstanze hier schätzen. Sie sind von mir auserwählt, um badisch zu schwätzen. Wenn Peppone saufen Bottiglia Grappa, dann kann auch ein Perfetto badische mit seiner großen Klappa. Du bist so schön, Konstanzia, ein Honaro, bellissima. Peppone! Ciao, Don Camillo, Peppone, ciao! Wo warst du? Ich habe dich schon gesucht. Ich habe die Querdenken-Demo besucht. Ist deine Brette vor die Kopf breit und quer, dann fällt dir Querdenke bloß halb so schwer. In Italia sollst du machen deine Bürgermeisterpolitik. Scusi, Don Camillo, ich wollte bloß gucken, wie Querdenke so ticken. Ich wollte machen die Menschenkette. Grandioso. Rings um die Lago di Constanza, so famoso, und alle Ragazzi hatten mir gewunken gleich. Aber mit die Fahne von die Deutsche Reiche. Und, Peppone, wie war die Menschenkette denn so? Auf Italiano, die war eine Griffe in die Klo. Oh. Sie habe ich einige gefragt, amigo, warum hat hier nix bella signorina? Und was hat gesagt? Ey, das ist die Menschenkette für Wagen an Latrina. Aber ey, Don Camillo, die Querdenker sagen, Corona ist armlos. Und gibt's nichts hier. Sagst du, hatte die Deutsche schon lange Impfstoff? Claro, Klopapier. Die Covid-Idioten sind nichts, was hat Maske für Nutzen? Die nimmt Maske, um Fiedele zu putzen. Aber ich glaube, Peppone, deine Geister muss man neu besamen. Warum gehst du zu diesen Mundschutzpartisanen? Ey, für Diskussionen sind diese Ragazzi sowieso nichts bereit. Bist du doof, dann sparst du dir ganz viel Zeit.
Die Trampe hat auch gesagt, Corona geht weg, ganze Flotte. Und was passiere? Er war schon halb auf die Wege zu Gott. Gott, Vater, Sohn, Heilige Geist, die machen schon Schwitze. Schwitzen? Die Donald will von die drei doch bestimmt in die Mitte sitzen. Aber, Don Camillo, die Trampe erkennt doch die Wege zu Gott. Das ist sein Glück, durch sein Himmelfahrtskommando in der Weltpolitik. Für seinen Wähler ist der Trump ein Gottesritter. Er braucht hier nichts Bibel. Er schreibt ihnen auf Twitter. Twitter hat gesagt, Donald, wir schmeißen dich jetzt raus, schreibe deine Mist an toilettentürenweise Hause. Aber Trump hat Ergebnis auf seine Wahlschein schon schreiben. Schreiben? Sie gewinnen kann bloß einer von uns beiden. Aber die Trump ist doch eine Verlust. Nichts nur wegen seiner orange Haare. Er war das Comedy Gold von den letzten 4 Jahren. Und seine Memoiren, die kommen bald als Malbuch raus. Wie heißt er? Ich war Fix und der Foxy in die Weiße Hause. Irgendwo im Weißen Haus saß der Trump und wollte draus, fern von der Welt und Pumperblick. Das war Trump, wie er leibt und lebt. Dieser Mann war Präsident und wohl früher. Jetzt in den Arm, ganz allein in dunkler Nacht, hat er oft daran gedacht. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und kröne mich zum Burger King, zum Burger King. Ich hätte fast vergessen. Ich muss in die Münster. Abendmahl wird dort gegessen. Salut, ein Vino Veritas. Diese Donna Camillo geht wieder nur auf die Gasse und tut die Messwein schlucken. Ich sage dir, der will bloß wieder nach seine Schäfeleine gucken. Und was in der Bibel steht, ich muss machen ein Kruzifix. Seid fruchtbar und mehret euch. Aber die Don Camillo, er macht nix. Wenn ich mit meinen Kollegen trinke ich ein bisschen Vino und komme ich nach Hause, dann ich habe große Kino. Wenn mein Maria steht in Türe und mache an die Lichter, dann du kapiere die Bibelspruch, fürchtet euch nicht. Ey, als Benedetto Ratzinger war Chef in die Vatikano, die Don Camillo, er war noch auf Zack. Aber jetzt, er ist eine alte, lahme Sack. Seid gesegnet, ihr Narren daheim. Und die 5 im Konzil. Ich sehe fromme Lämmlein, auch alte Hammel hat viel.
Oh, diese Bella Lämmerlein hier, die macht mich ganz verrückt. Oh. Ich merke schon, wie die Heilige Geist in mir zuckt. Bebone, bist du's? Ich erkenne dich ja kaum wieder. Ey, weil ich so schön bin. Nein, bist so breit um das Mieder. Ich stand früher auf dem Balkon und hab euch zugewunken. Heute hab ich Höhenangst und bleib lieber unten. Bebone, meine Knochen sind schon alt und morsch. Ey, Benedetto, so ist la vita halt. Wasch! Gänswein hat gesagt, ich soll schnell nach Konstanz gehen. Er hätte aus dem Rathaus weißen Rauch aufsteigen sehen. Vielleicht freut man sich hier auch nur über den Termin von der 10. Eröffnung des Flughafens Berlin. Bebone hat mir vor lauter Beten die Knie zerschließen. Müssten die Berliner auch das Himmelstor bauen? Das wäre ganz schön. Benedetto, willst du schnell die Himmelstor? Ich helfe dir beten, in Gottes Namen. Oh, Santa Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Amen. In Konstanza, Papa, war Obeva. Sì, Papa, habemus. Und die alte Obe, Uli Burchardt, schon fast gehen muss. Aber dann kommt Luigi Pantisano von Die Linke. Kämpfte für Freiheit, la libertà. Heiß wie Peperoncini, der Sieg ist mein. Salut, Vittoria. Gekämpft mit dem Herz und war feurig wie die Vulcano. Etna, dann hat gemacht, bumm. Und dann? Ist die Campagna di Bachna. Der Uli ist halt ein Menschenfreund vom Bodensee und hat das Temperament von einem Eisbein-Sorbet. Burchard, dein Reich komme auf Erden wie im Himmel. Gelobt sei Jesus Christus, du badischer Lümmel. Begrüß doch das nächste Mal den ganzen Querdenker-Demo-Haufen und teil sie ein zur Seebutzette. Sie sollen am Ufer rumlaufen. Corona-Leugner finden's toll, vergleichen sich mit Sophie Scholl. O Herr, lass Geist vom Himmel runterregnen. Auch ohne Covid ist es krank, denn Dummheit haut auf den Verstand. Kein Impfstoff wird es jemals dafür geben. Halleluja, 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 Halleluja. Wir wünschen euch in dieser Zeit das Connor in der Abigkeit. Es gibt so vieles, was wir machen können. Ob Gastronom, ob Künstlerlei, so viele trifft das harte Leid. Der Narr verschont viel mehr als manche denken. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Es kommt der Tag, dann ist es so. Wir hören wie das Tonau, als
Halleluja, Halleluja, Halleluja. Hallo! Aber hallo! Also ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, ob ihr wirklich eine politische Doppelspitze hergeben würdet, aber eine fasnachtliche Doppelspitze sind sie par excellence. Das waren Simon Schafheitle und Martin Czaki. Auf unsere beiden. Nach so schönen sakralen Klängen werdet jetzt gleich heiße Rhythmen durchs altehrwürdige Konzilgebälk pfeife, denn wir kommen zu Gästen, die waren letztes Jahr schon mal hier bei uns im Konzil. Drüben aus der Schweiz, aus Kreuzlingen kommen sie her, Drums to Street. Drums to Street, das ist so ein bisschen nachempfunden, den amerikanischen Straßendrumshows, Straßenschlagzeugshows aus Chicago und New York City, aber von der Straße sind unsere nächsten Gäste schon lange weg. Sie spielen große Shows im Fernsehen, in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich. Sie spielen im Stade de Suisse in Bern, wenn Wladimir Klitschko zum WM-Kampf antritt. Sie haben die Show Die größten Schweizer Talente, das ist Pendant zum deutschen Supertalent, in der Schweiz einen sensationellen zweiten Platz errungen und heute Abend sind sie Gott sei Dank wieder hier und entführen uns jetzt in den wilden, wilden Westen. Hier sind Drums to Street mit Wild Wild West.
Das waren aus der Schweiz Drums to Street. Auf unsere Nachbarn, drei kräftige rhythmische nachbarschaftliche Honoro! 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 Ja, was uns natürlich auch die ganze Zeit umtreibt, der Hans schon ein paar Mal heute Abend gehabt, dieses Zuhausebleiben. Alles soll man von daheim aus machen. Die Jungen machen Homeschooling machen, die Erwachsenen machen Homeoffice und ja, die noch Älteren machen Home-Rentenring. Ja. Ja, das ist, ihr lacht, das ist wirklich gar nicht so lustig. Die nächste Dame, die jetzt zu uns auf die Bühne kommt, die hat das selber zu Hause. Ihr Mann ist Rentner. Das ging auch all die Jahre ganz gut. Da war der unterwegs mit seiner Kollegin, der war auf dem Fußballplatz, der war am Stammtisch, alles gut. Aber jetzt Lockdown, Ausgangsbeschränkung. Sie hat gesagt, im Sommer ist es noch gegangen, da konnte sie die meiste Zeit im Garten halten. Aber jetzt, wo es kalt ist, hockt der in der Bude umeinander, immer im Weg. Und das einzige Highlight, was sie momentan hat, ist, wenn ihr Handy klingelt, weil dann kriegt sie wieder einen Spezialauftrag aus Berlin. Ja, an Fasnacht und in Corona-Zeiten haben ja viele daheim eine Sitze. Ich auch, mein Ma. Eigentlich müsste ich ja sagen, ich habe da eine Liege, aber das hört sich so nach Leiche an. Manchmal denke ich auch, boah, lebt der noch? Und dann gibt er Zeichen. Dann weiß ich, er lebt noch und ich bin gerade froh. Aber jetzt ist er ja Rentner, gell? Aber mit Rennen, sage ich euch, hätte das nichts zu tun. Er läuft langsam, wenn überhaupt. Und momentan habe ich sogar zwei da sitze. Also meinen und den von der Angela, den Joachim. Mit dem ist auch nicht besser. Der ist ja Physikprofessor. Der sitzt auch nur. Aber der Joachim, der denkt als wenigstens mal noch was. Ja? Aber der denkt über Sachen noch, du, das bringt mir praktisch nichts. Was nützt mir das, wenn der den ganzen Tag rumhockt und über Teilchenbeschleuniger nachdenkt? Mir wäre lieber der Dad den Schwung ein wenig nutzen und mir den Rasen mähen oder ein Mittagessen kochen. Okay. Also, damit die zwei in Schwung kommen, habe ich jetzt bei uns daheim die Männerquote eingeführt im Haushalt. Und der Joachim, der hätte erst einmal sollen ein Gulasch machen. Sieh, da kommt der mir mit dem Laptop unterm Arm in meine Küche. Der wollte es erst einmal theoretisch machen. Was nützt mir so eine Rechnung, wenn nichts in der Pfanne liegt? Ja, der wollte erst einmal meine Leistung berechnen, also meine PS und meine Drehzahl. Leute, ich kenne meine Leistung. Die liegt bei einer warmen Mahlzeit und bei einem Pferdekuss. Und mein Drehmoment, der liegt bei einer Flasche Rotwein und einem Ramazzotti. Ramazzotti, das hätte sie gehört. Moment. Angela, ja? Ja, Angela? Ja, ich komm. Ich komm. Alles klar, gell? Ja, ich komm grad nach hinten. Ja, ciao, ciao. Typisch Angela, ja? Sie verspricht, sie käme und so und will da eine Rede halten. Und jetzt, ich weiß nicht, ich muss gerade mal hintere. Ob ich übernehmen muss, ich hab keine Ahnung. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Parteifreunde, Sie haben es geschafft. Endlich sind Sie mich los. Ich gehe in Rente. Künftig sehen Sie mich nur noch hängen an der Wand, gerahmt oder kleben als Marke
auf Briefen. Schade eigentlich. Mich schmerzt der Abschied. Ich hab so gerne regiert. Und jetzt soll Schluss sein? Gerade jetzt, wo sich ein neuer Trend aus Amerika abzeichnet. Der neue Trend geht hin zum Rentnerpräsidenten. Je älter und wirrer die Reden, desto besser. Beim Trump hat man es am besten gemerkt. Er hat munter weiter regiert, während sein Gehirn schon angefangen hat, sich zu kompostieren. Man hat genau gemerkt, da ist der Wurm drin. Ich freue mich auf meinen Ruhestand. Endlich kann ich ausschlafen und muss nicht mehr nachts verhandeln, bis ich fast vom Stuhl falle und nicht mehr weiß, ob ich Männlein, Weiblein oder Hirsch bin. Und ich nur noch im Schlaf meine drei Sätze sprechen kann. Wir schaffen das. Ich ahne, wovon ich spreche. Das ist alternativlos. Ich kann mich dann auch wieder mehr dem Joachim widmen. Ganz. Mit Haut und Haar. Auch nachts. Wir werden es krachen lassen. Die Nächte werden wir künftig nicht nur dazu nutzen, um unsere Handys zu laden. Ich werde mich künftig auch nicht mehr mit Politikern treffen, die mich im ersten Satz schon anlügen, sich an keine Abmachung halten, sich hinterher an nichts erinnern und auch das noch vergessen. Künftig bleibt mir auch die Opposition erspart. Die Opposition fordert ja immer Sachen, die sie als Regierung auch nicht umsetzen kann. Die Forderungen der Opposition sind ja oft so, dass sie, falls sie später in der Regierung sind, auch das Gegenteil machen könnten. Ab Oktober habe ich nur noch einen in der Opposition, den Joachim. Der strebt die Regierung an bei uns zu Hause. Ich habe 16 Jahre das ganze Volk regiert. SED und BSE überlebt, das Ozonloch überstanden. Die Schweinepest, die Maul- und Klauenseuche konnten mir nichts anhaben. Ich habe Männer aus dem Weg geräumt, wie Helmut Kohl, Koch, Stoiber, Oettinger, Röttgen, Merz und die ganze SPD. Und jetzt kommt mein Joachim und stellt mich in Frage? Bisher war ich als Chefin bei uns zu Hause alternativlos. Aber darüber muss noch verhandelt werden. Er darf wählen. Ich will ganz ehrlich sein, es kommt mir auch auf das Wahlgeschenk an, das er mir anbietet. Ich habe ihm schon gesagt, Joachim, behalt den Kassenzettel. Und ich habe ihm auch gesagt, mit einem Buch brauche mir gar nicht erst zu kommen, es sei denn, er schenkt mir sein Sparbuch. Wahrscheinlich läuft es wieder auf eine GroKo hinaus, dann kann ich weiter regieren. Und wenn was schief läuft, kann ich sagen, er war's. Falls er stur bleibt und auf keine meiner Forderungen eingeht und auch das Wahlgeschenk nicht nach meinen Vorstellungen ausfällt, schlage ich ihm eine Sahara-Koalition vor. Dann kann ich bleiben und ihn schicke ich in die Wüste. Meine Damen und Herren, ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen nochmal recht herzlich bedanken für Ihr Vertrauen. Ich habe Sie gerne regiert, viele von Ihnen, ohne dass Sie es wollten.
Ich habe nach meinen Vorstellungen regiert, auch wenn diese keine ihrer Erwartungen erfüllt hat, habe ich es immer wieder geschafft, auch diese noch zu übertreffen. Herzlichen Dank, Honaro. Ja, vielleicht sollte man tatsächlich doch noch mal über eine fünfte Angela-Amtszeit nachdenken, aber dann nicht mit dem Original, sondern mit dir. Das war aus dem schönen Hilzingen. Marianne Schätzle, auf dich drei langlebige und kanzleramtträchtige Honaro, Honaro, Honaro. Ja. Unser nächster Gast, der achtet schon seit ganz langer, langer Zeit auf seine Ernährung, auf seine Gesundheit. Er hat mir schon ganz lang erzählt, er würde jetzt nur noch von Salat, Gurke und Gelbrüble leben. Dann habe ich gesagt, oh, hast du umgestellt auf Vegetarier? Dann sagt er, nein, nein, ich schaffe jetzt in Reichenau bei einem Gemüsebauer. Und ich habe ihn dann neulich getroffen, hat er gesagt, ja, er hätte dem Fleisch jetzt wirklich komplett entsagt. Er wird umstellen auf komplett selbstversorgender Vegetarier. Und er denkt, hui, ist schlecht. Ja, er wird sich einen Schrebergarten her sich zugelegt und da wird er Obst und Gemüse jetzt alles selber anbauen. Und er hat vor, eine Hühnerzucht zu beginnen. Also nicht, weil er die Henne essen will, sondern weil er die Frühstückseier so gern hat. Und erst vor ein paar Tagen habe ich ihn getroffen und sage, hey, wie sieht's eigentlich aus mit deiner Hennezucht? Klappt das? Läuft das? Und sagt er, oh, nein, gar nicht. Also irgendetwas mache ich mit deinen Viecher falsch. Ich habe mir neulich erst wieder 2 Dutzend Kühe gekauft, aber irgendetwas klappt nicht. Ich weiß nicht, entweder ich pflanze die jetzt tief oder ich pflanze jetzt dicht. Mittlerweile hat er gesagt, er lässt es bleiben, auch mit dem Vegetarier. Er stellt komplett um, radikal auf vegan. Von weitem sieht man es mir schon an. Ich bin von Kopf bis Fuß vegan. Jedoch hab ich genau erforscht, auch ein Veganer hat einen Durst. Du Rainer, du als Bühnenchef, bring mir mal ein veganes Gesöff. Ich bin vegan zwar, ganz genau, doch trotzdem keine blöde Sau. Ich meine, über den Wein, so meine ich still, kann man ja sagen, was man will. Doch das Bürgertröpfli, so ein frisches, wenn es sonst nicht ist, vegan, das ist es. Und außerdem kriegst du von dem Ganzen auch keine Corona-Adherenzen, denn so ein Virus, Klopf auf Holz, der hat ja schließlich auch seinen Stolz. Seit vielen Jahren ich vertrugte schon keine tierischen Produkte. Sieh ich bloß Leder, Fleisch und Eier, könnt ich schon prögle wie ein Reiher. Ich friss in meiner Kemenate noch nicht einmal eine Fleischtomate. Jetzt stell dir mal vor, du wärst eine Henne. Ich meine, keine Frau jetzt. Wo ich kenne. Auch als Mann, denk mal im Fall, du wärst ein Huhn im Hühnerstall und müsstest täglich ums Vergucken ein Ei dir aus dem Fiedle drucken. Ja, also proportional mal sozusagen auf Menschengröße übertragen, dann wäre das Ei ja zweifelsohne so groß ungefähr wie eine Melone. Ja, ein jeder kennt es doch im Schnitt, der schon mal an Verstopfung litt. Ich meine, für einen Veganer ist partout schon wegen dem das Ei tabu. Ich mag mich selber nicht als Ma, denn am Ma sind Eier dran. Ja, und um das mal so zu zeigen, von dem Würstli ganz zu schweigen. Ja, vielleicht, ich glaube, wegen dem bei Nacht und Tag ich Frauen so viel lieber mag.
Also im Übrigen von großer Würze sind bei Veganern auch die Körperwinde. Gell? Denn um den Veganer ungelogen macht selbst der Covid drum einen Bogen. Denn Rettich, Brokkoli und Kohl bläst in die Flucht das Aerosol. Das Phänomen bereits, man sieht schon einst bei dem Veganerlied. Ich lass, wenn sich die späten Winde drehen, bei der Laterne einen stehen, wie einst Lili Marleen. Ja, so ein Veganer unterdessen, der tut it einfach essen. Nein, so ein Veganer, gern und gut, der frisst kein Essen, der frisst Food. Ja, da frisst man Soja, Granulat und Chiasamen im Salat, Tahin und Hirse im Verband, das schlotzt man da und Amaranth, den lässt man in der Gaumenrolle, ein Seitan oder Tofu-Bolle, wenn Kalanamak nebenbei Quinoa, das geht auch noch nein, den sauft man noch als Höhepunkt Agaven-Dicksaft, wie mir dunkt. Und schönste ist, so man ich freudig, das Ganze kotzt sich sehr geschmeidig. Also ich lasse ja, um das zu beschreiben, das Duschen auch schon länger bleiben, ja, weil alle Viren und Bazillen, die tust du mit der Seife killen. Ja, und ein Bazille an für sich ist auch ein Mensch wie du und ich. Ja? Und ich tue sogar den Sex vermeiden, weil da die Milben drunter leiden. Schau, steht gerade vor mir zum Beispiel auf, vielleicht mal eine schöne Frau, ganz ohne Schuhe und ohne Hemd, ist Fleischeslust mir völlig fremd. Ja, ich lass, anstatt's mit der zu treiben, vor einem Bienle die bestäuben. Also, was einfach überhaupt it geht, dass ich ein Haustier halte tät, ja. Und doch wär so ein Freund doch schee, ja. Drum kam mir prompt diesel Idee, im Vogelkäfig meinem Tolle, da sitzt seitdem ein Tofu-Bulle. Ich glaub, dem bring ich frank und frei sogar das Singen demnächst bei. Ja? Mein Kätzle, also Kätzle habe ich schon, mein Kätzle, das Murle unterdessen, hat jüngst ein Mäusle aufgefressen. Ja, da war ich völlig aus dem Häusle, wegen seinem armen Mäusle. Ja? Aus Wut habe ich drum sozusagen die Dreckskatz einfach totgeschlagen. Ich meine, das eine ist doch wichtig. Wenn Veganer, dann schon richtig. Ich mein, also seit ich Veganer bin, gewiss, ich wenk den Südkurier vermiss. Ja, Veganer, denn nicht lesen sollte. Für die ist doch der Käse verboten. Ja, übrigens als Tipp, heb nie definitiv den Südkurier so schräg und schief, weil aus der Zeitung sonst konkret der Seicht hier rausgetröpfelt hat. Da wär dir denn, du alte Haut, dir dein perverser Schäfer saut. Also vegan zu leben, zweifelsfrei, kann ja von größtem Vorteil sein. Zum Beispiel, schau dir bloß mal an, den Seller Hildmann Attila. Ja, da sieht man doch jeder, nämlich auch mit der veganen Fresserei, dass da im Grund so mancher eben mit ohne ein Gramm Hirn kann leben. Ja. Ja, der beispielsweise liegen Seller auf einem Kannibalenteller.
Tät wandle sich der Menschenfresser spontan sich zum veganen Esser, weil der vom Hildmann, dass ihr's wisst, vermutlich sofort kotzen müsst. Ja. Man, so ein veganer Typ wie ich, er ist natürlich an für sich dagegen, dass man Tag und Nacht Versuche mit den Tierle macht. Und doch lass ich auch manchmal selten einen Tierversuch schon auch mal gelten. Ja, man hat zum Beispiel, hat man es arrangiert und in England das Impfen ausprobiert. Also ein Tierversuch, wie ich das sehe, mit Inselaffen, ist okay. Ja. Apropos Affe, nebenbei, da fällt mir gerade dazu was ein. Geräumt hat in den USA das Feld der größte Säckel von der Welt. Jetzt bleibt uns leider Heidenei als Weltrangliste Nummer 2. In Deutschland im Verkehrsgemäuer halt bloß noch der Andreas Scheuer. Das heißt, der Säuer ist inzwischen auf der Säckel-Pole-Position. Also, du, noch das letzte hat's. Man kann's verleben. In Konstanz bloß Veganer geben. Ganz Konstanz hat nur Veganer geben. Es blieb uns nämlich zweifelsfrei gar nicht übrig, als Veganer sei. Weil hier in Konstanz, dass das weich, der Schinken und die Wurst und das Fleisch und Honig, Eier, Milch und Mett, der Käse fürs Fondi und das Raclette, das hat uns alles unterdessen die Schweizer alles weggefressen. Doch kommt heute, das ist das Schlimme, weg dem Corona die Schweizer nimme. Ja, wir Schweizer, wir sind nicht mehr froh, denn wir vermissen euch doch so. Ja, ihr Schweizer, ihr seid unser Glück. Ihr Schweizer, kommt doch zurück. Die Zöllner heiße Tränen weinen, keine Sau kommt mehr mit Ausfuhr scheinen. Auf unserem Friedhof ohne Spaß ich neulich diese Inschrift las. In diesem tiefen, dunklen Grab ließ man den Zöllner Kunz hinab. Er nahm das Leben sich vor Gram, weil keiner mehr zum Stempeln kam. Zum Schluss sage ich euch frank und frei, lohnt doch die Tierverzehrerei. Schaut mich mal an, es geht auch ohne, es lebe hoch die Sojabohne. Doch eines Tages, Heidenei, da ist es auch mit mir vorbei. Doch denn, ich sage es kurz und knapp, denn gebe ich nicht den Löffel ab. Als ein Veganer, ohne Spaß, natürlich, dann beiß ich ins Gras. Doch sicher bin ich in dem Grind, ob Würmer auch Veganer sind. Drum steht womöglich denn, ihr Lieben, auf meinem Grabstein draufgeschrieben: Hier liegt der Veganer Horst, doch den Würmern ist es Wurst. Hola, ho! Ich find's wahnsinnig, wie der das durchzieht. Also ich hab's auch mal versucht, vegan zu werden, aber ich hab dann doch nochmal Schwein gehabt. Unser veganes Konzil Urgestein, ihr habt ihn alle erkannt. Das war Norbert Heitzmann. Auf dich, drei rein pflanzliche und biologische Honaro! Honaro! Es gibt ja Branche momentan ganz, ganz viele, denen geht's nicht gut. Also leider.
Es gibt aber eine Branche, die hat einen unfassbaren Boom gerade und trotzdem geht es denen nicht gut. Das sind die Paketzustelldienste. Es ist momentan wahnsinnig, was die Leute im Internet bestellen. Die bestellen und bestellen und bestellen und diese Paketzustellboten und Botinnen, die fahren um ihr Leben durch Stadt und Land und Dorf, als wenn sie auf der Flucht wären. Und was die Leute im Internet bestellen, das ist noch viel größer. Ja, also meine Nachbarin zum Beispiel, die bestellt mittlerweile ihre Briketts, also die Kohlebriketts für den Kachelofen, im Internet. Immer 10 Pakete à 30 Kilo. Und die wohnt im dritten Stock. Und wenn der arme Mann vom Paketdienst denn das 10. Paketle ober hat und bei ihrer vor der Wohnungstür abgestellt hat, dann fällt's rein: Oh, sie junger Mann, das hätte doch in den Keller sollen. Ich sag euch eins: Als Paketbote hast du's momentan überhaupt nicht leicht. Wenn ich mich verspäte, DHL lädt den Transporter knallvoll. Der Hermes bringt mir noch schwere Pakete. Ich weiß nicht, wie ich das heute schaffen soll. Ich suche schon seit Stunden die Paketekunden und kämpf mich durch die Gassen, um keinen zu verpassen. Adresse ist gefunden, der Kunde. Zeichnung, die gute Pfadfinder. Kleb an der Klingel und dann bin ich weg. Ich suche schon seit Stunden die Paketekunden und kämpf mich durch die Gassen, um keinen zu verpassen. Adresse ist gefunden, der Kunde ist verschwunden. Jetzt bleibet halt daheim, habt ihr etwas bestellt? Du hast ja so recht.
Aber versprich mir eins. Lass die Paketboten und Paketbotinnen die Päckle liefern und liefer du uns lieber immer wieder solch nette Songs für unsere Konzilsendung. Das war aus Eschbasingen. Barbara Mauch, auf dich drei richtig pünktlich zugestellte und unbeschädigte Honaro! 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 Ja, man kann ja in dieser Lockdown-Zeit ja ziemlich viel von zu Hause aus machen, online. Das haben wir ja im Laufe des Abends schon ein paar Mal mitgekriegt. Aber es ist halt alles nicht so wie in echt, ja. Was du nicht machen kannst, ist zum Beispiel einfach mal wieder mit deinem Schätzle ins Wirtshaus gehen zum Eps essen. Oder eine Familienfeier machen im Restaurant. Ich habe nur Glück gehabt. Mein runder Geburtstag war im September vor Corona. Ich konnte noch richtig einen auf der Putz hauen. Meine Frau hat's verwischt. Runder Geburtstag, Mai 2020, nix war. Ja, keine Fahr, keine Fete, kein gar nichts. Wir haben dann überlegt, wie wir es machen. Sie hat vorgeschlagen, wir können es doch so ähnlich machen wie bei Dinner for One. Zieh dich an den Tisch nachhocken, ich mach der Kellner und spiele zusätzlich die komplette bucklige Verwandtschaft. Wir haben es einmal so trocken durchprobiert und dann hat sie gesagt, das lassen wir bleiben, weil ich hätte meine Schwiegermutter etwas überzeichnet dargestellt. Ja? Kann ich auch nichts dafür, aber, ja, ist so. Aber trotzdem sind diese Familienfester im ganz kleinen Kreis mittlerweile voll im Trend. Wo bleibt die denn? Hilde! Schrei doch ins ganze Haus zusammen, ich bin doch schon da. Was machst du denn jetzt wieder? Hat Corona-Distanz, mein Lieber. Abstand ist das Stichwort. So, schau mal. Schöne Tischdecke zur Feier des Tages, passend zu meinem Kleid. Aha, aha, aha. Okay, hilf mir mal ein wenig. Ja. So, Hermann. Oh, ab. Ja, jetzt gut. So. Jetzt noch mal. Alles Gute zu deinem Geburtstag, Hermann. Aha. Mhm. Tutu. Ach, sag mal, was hast denn du da in deinem Ohr stecken? Jetzt ein Zäpfle. Ah, jetzt weiß ich, wo ich mein Hörgerät finden kann. Ja, toll, tolles Geschenk. Die gleiche Rolle hat der Willi vom Stammtisch auch. Ich weiß schon, wo ich die hinhänge. Hast du noch was für mich? Ja, schau mich an. Ich bin dein Geschenk. Was den Kassenzettel noch, falls ich umtauschen möchte. Eigentlich wünsche ich mir mal zum Geburtstag was, das in weniger als 6 Sekunden von 0 auf 100 ist. Hermann, eine Personenwaage hast du doch schon. Ja. Kuchen. Kuchen, ja. So. Normalerweise wären jetzt hier alle meine Freunde vom Stammtisch hier. Und wer ist? Keiner da. Blödes Corona. Jetzt jammer ich drum, die paar Wochen Quarantäne schaffst du doch mit links. Jetzt denk mal an die Leute früher in der DDR. Die waren sogar 40 Jahre in Quarantäne, Hermann. 40 Jahre. Ja, aber waren nicht die Kneipen offen. Quatsch da mit der Quarantäne. Corona, alles gelogen. Eine einzige Verschwörung ist das. Klar, Hermann, das ist alles nur ein riesengroßer Fake. Die ganze Welt hat ihre Wirtschaft runtergefahren und ruiniert, nur um den Hermann zu zwingen, Maske zu tragen, damit man dein blödes Gesicht ziert. Blödsinn. Als die Kneipen noch offen waren, wollte jede Bedienung meinen Namen und meine Adresse haben. Oh, musste ich sogar aufschreiben. Ja. Bring mir mal ein Bier. Ja. Ne? Ja. Trockener Kuchen. So, jetzt musst du dich wegen anstrengen. Gell? Mal na, was nun? Mal Schläuche. Was ist das schon wieder? Schlauch in die Hand. So, und jetzt mal gucken, ob was kommt. Gell? Ja, so. Ja. Schäumt schon. Na? Na? Ja. Wunderbar. Eigentlich, Weihnachten wollte ich ja eigentlich im Kreise meiner... Ich wollte eh eigentlich einen Bierteig machen, also von daher. Verstehe den Hype um dieses Coronavirus nicht.
Wenn es Made in China ist, hält es doch höchstens sowieso 3 Monate. Ja, und beim Wort Gesichtsmaske denkt auch keiner mehr an Gurkenscheibe. Na ja. Hilde! Ja? Wo, sag mal, wo liegt eigentlich das Maßen? Was, das Maßen? Hab ich nie gehört. Warum? Da muss ich hin. Ein Arzt empfiehlt hier, trinken Sie in Maßen. Was? Maßen, tatsächlich. Und die komische Annonce da. Hm? Frau mit Klopapier sucht Mann mit Nudel. Sache gibt's. Du, Hermann, sag mal, was sagt denn eigentlich der Wetterbericht? Wetterbericht, ah ja, Wetter wird wie du. Haha, verstehe. Gefühlt knapp über 30 und heiß. Unsinn. Nur zu ertragen, wenn man genug trinkt. Und hier, wieder was über diese Gender-Diskussion. Das Inselhotel hier in Konstanz hat das schon vor Jahren gelöst. Aha. Da steht auf der Karte Rinderfilet mit Beilagen, divers. Ah, oh, Hilde, das macht mir Lust auf Wein. Ja, hab ich schon parat, Hermann? So, da hab ich so was ganz was Tolles. Was wäre jetzt schon wieder? Oh. Ja, komm, ist der trocken. Na, hopp. Hey, wunderbar. Hast du eigentlich auch irgendwas unternommen? Irgendwelche Maßnahmen gegen das Coronavirus, Hermann? Natürlich. Ich halte das Weinglas immer mit 2 Händen, damit ich mir nicht ins Gesicht fassen kann. Es gibt Fanta Light, es gibt Cola Light, es gibt Lockdown Light und es gibt Blade Light. Hilde, sind da eigentlich Eier in dem Kuchen? Hermann, in meinem Kuchen sind mehr Eier drin, als die Regierung Eier in der Hose hat. Gestern dachte ich schon, ich habe mich infiziert. Ja, nichts mehr geschmeckt, kein Geschmack, okay. Die Tote im Mund. Da ist mir aufgefallen, dass es ja dein berühmter Auflauf war. Moment. Ich habe deine Kochkünste nicht kritisiert. Aber wir haben den einzigen Hund in der Stadt, der am Esstisch nicht bettelt. Hermann, meinst du, mir macht es Spaß, dich hier so zu bedienen? Vielleicht würde ich auch lieber Klamotten kaufen gehen. Naja, hier ist ein Workshop. Er workt, sie shop. Ins Casino würde ich mal wieder gern gehen. Letztes Mal war ich doch mit dem Heinz. Da hat er mich gefragt, Hermann, wie oft bist du in der Woche intim mit deiner Frau? 6 Mal, habe ich gesagt. Er auch? 6 und 6 ist 12. Wir setzen alles auf die 12. Ja, und dann? Da kam die 0. Wären wir beide ehrlich gewesen, wären wir jetzt stinkreich. Hermann, du nervst. Wenn man genervt ist, hilft nur Baden oder Sex. Naja, das Wasser läuft. Draußen Corona, drinnen der Mann. Wo zum Teufel soll ich hin? Skifahren würde ich mal wieder gerne. Als ob du noch Skifahren tätst mit deinem Rheuma. Ich bin der Experte an der Schneebar. Ja, ja. Lieber 2 lockere Schnallen als eine feste Bindung. Oh Gott. Ich bin so schön, ich bin so toll. Um Gottes Willen, ja. Und hol mir Covid in Tirol. Super. Ach, du könntest mal ein bisschen an frische Luft gehen, Hermann. Das ist gesund. Ja, wie deine Schwester. Hm? Mit 70 hat sie gesagt, dass sie jeden Tag 1 Stunde spazieren geht. Es ist sie 82 und wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Das könntest du auch mal machen. Oh. Ich habe mir in der Corona-Zeit ja vorgenommen, bei jedem Gang in die Küche 10 Kniebeugen zu machen. Ja. Und was ist dabei rausgekommen? Jetzt steht der Kühlschrank im Schlafzimmer. Wenn Faulheit eine olympische Disziplin wäre, Hermann, dann wärst du 4., damit du nicht aufs Podest steigen musst bei der Siegerehrung.
könntest jetzt das Obst bringen. Ja. Dazu würde ein Obstler passen. Dazu würde ein Obstler passen. Sag mal, Hermann, du bist doch it im Hotel. Hm. Bei Google würdest du keine Sterne kriegen. Freches Personal. Wer nicht liebt Bier, Schnaps und andere Weiber, wird niemals Jäger, bleibt immer Treiber. Prost! Ui, du könntest ja nachher noch was einkaufen gehen. Ja, bei dem Wetter, da jagt man doch keinen Hund vor die Tür. Hab ich gesagt, dass du den Hund mitnehmen sollst? Außerdem, einkaufen gehe ich lieber morgen. Ich bin heute so heiß. Oh, bist du heiß? Dann täte ich morgen aber meinen Corona-Test machen beim Arzt. Aber ich, dass das so geht wie letztes Mal, gell? Da kam ja aus dem Lautsprecher im Wartezimmer. Leider verbietet uns der Datenschutz, Sie namentlich aufzurufen. Als nächstes bitte der Herr mit der Erektionsstörung. Das war der Wahnsinn. Das war der Hammer. Aber halt dich deiner. Prost auf uns, Hilde. Zum Wohl. So, jetzt wird es aber langsam Zeit für dich fürs Bett, Herr Hermann. Ich bleibe ja noch ein bisschen wach. Ich kann das so schlecht schlafen zurzeit. Ja, das glaube ich dir gerne. Das Böse schläft nie. Prost! Wo die Liebe hinfällt, wenn die Hilde mit dem Hermann. Ich bin froh, dass ihr zwei im zivilen Leben nicht miteinander verlockdown sind, sonst steht euch noch viel, viel mehr Unfug einfallen. Das waren Ingolf Astor und Raphael Brausch. Auf die Hilde und den Hermann, drei heimische, aber trotzdem sehr feierliche Honaro! 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 Ja, Wahnsinn. Aber es ist natürlich in dieser Corona-Zeit wirklich nicht leicht zum Fasnacht machen. Ist auch grundsätzlich momentan nicht mehr. Denn außer dass es etwas schwerer ist gerade, muss man ja als Fasnachter auf der Bühne auch darauf achten, dass alles politisch korrekt abläuft und dass alles nach Möglichkeit komplett durchgegendert ist. Ja? Also wenn ich früher da hergestanden wäre und gesagt, ich erzähle euch jetzt einen Schwabewitz. Geht so nicht mehr. Erstens müsste ich jetzt sagen, ich erzähle euch jetzt einen Schwäb-Sternchen-Innenwitz. Und zweitens mal könnte das, was denn kommt, ja diskriminierend sein, weil der Sternchen die, Witz Sternchen in, den Sternchen die, Schwäb Sternchen in, niedermachen könnte aufgrund seiner Sprache, seines Dialektes, seines Ausschälens und seiner Gewohnheiten. Dabei erzähle die ja da oben auch Witz über Badenser, Sternchen inne. Ja, aber es ist eigentlich, wenn man sich gern hat, ja, was sich liebt, das neckt sich, sagt man immer. Ja. Ich hoffe, dass es irgendwann mal rauskommt und man sagen muss, bevor ich den jetzt necke und irgendwo anecke, lass ich's bei ihm, Stern ihr, bei Leibe mit der Liebe einfach bleibe. Der junge Mann, der jetzt auf die Konzilbühne kommt, der ist ein Konstanzer, aber er ist weder bei der Niederburg dabei, noch bei der Camellia Paradies. Er ist ein Fürstenbergler. Untereinander foppt man sich da auch, das macht aber gar nichts, denn wir Fasnachter stand an der fünften Jahreszeit miteinander auf der Bühne, feiert miteinander. Und warum? Weil wir ja alle irgendwo gleich sind. Honaro, ihr liebe Leute, endlich wieder Fasnetzeit. Ich grüße euch Männer und euch Frauen, auch die, die sich anders sein zu trauen. Ich grüße die Schwarzen, Gelben und die Roten, auch alle anderen farblichen Exoten, wozu ja auch die Grünen zählen. Die tut man schließlich auch gern wählen. Ich grüße die Lesben und die Schwulen, die ums eigene Geschlecht tun buhlen. Ich grüße die Sados und die Masos auch, da ist Zärtlichkeit ja wirklich kein Brauch. Ich grüße die Moslems
und auch die Christen, Zeugen Jehovas und auch Buddhisten. Ich grüße die Jungen und die Alten, die sich in Generationen spalten. Ich hoffe, das war politisch jetzt korrekt und ich bin nirgends angeeckt. Ja, wenn du heute nicht gegendert bist, wirst du beschimpft als ein Sexist. Also ich grüße alle. Die sind bereit für eine glückselig schöne Narrenzeit. Honaro! Mir Hemdklonker sind halt genderneutral. Da bin ich wirklich erste Wahl. Ich trage weißes Herz auf weißem Grund und treibe es trotzdem kunterbunt. Mir ist egal, was the self for honor ist. Hauptsache, dass er friedlich ist, denn der Hemdklonker ist gendergerecht. Der Hemdklonker hat auch gar kein Geschlecht. Der Hemdklonker ist nicht Weib noch Mann, weil das Häs jeder tragen kann. Auch weil es die Figur eher unterdrückt, was manch Mollige besonders entzückt. Drum lade ich euch ein ins Hemdklonkerreich. Da sind wir wirklich alle gleich. Ob jung, ob alt, ob arm, ob reich. Schlussendlich sind wir sowieso alle gleich. Jetzt schauen wir uns einmal an den Unterschied von Frau und Mann. Da arbeitet man seit einer Generation an dem Projekt der Emanzipation. Trotz der Bemühungen von Alles Schwarzer ist es nicht gelungen. Und für die Frau ist immer noch kein festeres Bindegewebe herausgesprungen. In unserer Gesellschaft werden Mann und Frau völlig unterschiedlich betrachtet. Das merkt man ganz deutlich, wenn man einmal auf die Werbung achtet. Wie oft kommt es denn vor, dass mal ein Mann Werbung für Paarshippen machen kann? Ha, wäre doch cool, wenn der fette Glatzkopf sich lasziv auf das Sofa fläzt und erotisch schaucht. Ey, ich paarshippe jetzt. Auch käme niemand auf die Idee für eine Website mit Namen gebrauchtmänner.de, aber bitte nicht übertreiben. Es gibt nämlich trotz aller Unkenrufen auch viele Männer in klassischen Frauenberufen. Ja, ein Mann bleibt trotzdem ein ganzer Mann, auch wenn er als Krankenschwester arbeiten kann. Ich glaube, Männer haben sich so langsam emanzipiert und auch in der Hausarbeit integriert. Früher dachte doch tatsächlich jeder, steht ein Mann am Herd. Finde den Fehler. Also ich. Ich habe es immer gemocht, wenn mein Vater für mich das Mittagessen hat gekocht. Mein Vater kochte ganz famos. Der ist fertig, Gulasch aus der Dose. Manchmal zauberte er auch rasend schnell Sauerbrote aus der Mikrowelle oder noch viel schöner. Ein Fertigdöner. Also ein paar Unterschiede. Gibt es wirklich bei Frau und Mann, die man tatsächlich nicht leugnen kann? Sie steht auf Schuhe, er auf dem Schlauch. Sie hat eine Figur und er einen Bauch. Frauen tun sich gerne schminken, Männer gehen lieber eintrinken. Die Frau ist eine Quasselzicke, der Mann, der stirbt an Männergrippe. Frauen gehen am liebsten immer shoppen, Männer wollen dagegen lieber Pop. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ob Mann oder Frau, das ist fast gleich. Schlussendlich sind wir ja alle gleich. Für die Integration von Migranten ist es oberste Pflicht, dass jeder die deutsche Sprache fließend spricht. Deutsch zu lernen ist ja kinderleicht, hatten wir es als Kinder auch schon erreicht, uns gewählt auszudrücken. Doch manchmal hat Deutsch auch so seine Tücken.
An der deutschen Sprache scheitert schon der Versuch, richtet man beim Oktoberfest sein Gesuch an den Kellner, die Maß doch bitte ganz zu füllen. Da fängt dieser meist lauthals an zu brüllen. Himmi, Herrgott, Sakramente, fix, Halleluja! Der Herr mich seinem Osten auch fühlen lassen. Mich der Herr vielleicht am Puderzucker noch bloßen um. Du Saupreis, du Domischer. Denkst du, ich hab nichts Besseres zum tun, als dich zum Laufen? Schleich dich, du Saupreis. Sonst schleucht und brennt's im Gesicht, aber nicht von der Sonne. Der Hesse wiederum bringt es an den Tag, wenn ein Zugereister das regionale Erfrischungsgetränk nicht mag. Es will mir nicht in die Kobbe neu, warum trinkst du nicht gern Äppelwoi? Häschelmoll, so langsam bin ich fertig mit der Neffe. Jetzt lebst du lange in Hesse und kannst noch nicht hessisch babbele. Jetzt nimmst du den Bempel mit dem Henkel deine große Schobbe hinein in die Kobbe. Das beste Deutsch, so behauptet ein Schelm, spricht man in der Bundeshauptstadt und dort in Neukölln. Da gibt es das beste Beispiel für Integration in die deutsche Sprache in dieser Nation. Alter, bin ich voll krass integriert hier in Schweinefresserland. Ha, ich nix mehr U-Bahn, ich bin voll krass Mercedes 190 AMG. Ist krass alt, Alter. Aber wir Integrierten haben gelernt, was lange fährt, wird endlich gut. Wo ich noch Außengeländer war und nichts integriert, habe ich nichts gewusst von krasse deutsche Leben zwei Seiten. In die Kürze liegt die Würze. Jetzt mache ich nur noch Kürzarbeit und krieg noch krass Prämie von die Arbeitsamt. Die deutsche Sprache ist abwechslungsreich, doch schlussendlich sind wir alle gleich. Honaro! Das war von unseren Narrenfreunden, von den Fürstenberglern, einer, der heute seine TV-Fernsehpremiere gefeiert hat, Christopher Engler. Auf dich, lieber Christopher, drei kräftige, durchgegenderte, politisch korrekte Honaro! 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 Ja, ihr Liebe, euch ist bestimmt schon mehrfach aufgefallen, das Publikum im Saal ist tatsächlich überschaubar. Wir sind quasi unter uns heute im Konzilsaal und es fehlen uns natürlich die ganzen Meschkerle, die normalerweise mit uns dahin eine riesengroße, rauschende Ballnacht feiern an der Konzilfasnacht. Es fehlen auch die ganzen Prominente aus Politik, aus Gesellschaft und aus der Fasnacht und stellvertretend für alle, die normalerweise Konzilfasnacht machen mit uns, möchte ich einen hier über den Äther grüßen, und zwar unseren Oberbürgermeister oder Oberbürgermeister der Stadt Konstanz, Uli Burchardt. Ein Honaro zu dir nach Hause aufs Sofa. Und wir sind natürlich auch traurig, denn eigentlich hat sich für die heutige Sendung der Ministerpräsident Winfried Kretschmann höchstpersönlich angekündigt. Er wird normalerweise heute auch hier im närrischen Publikum sitzen, aber ja, auch ihm hat dieses kleine, fiese Ding einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also ich meine, der Virus, nicht die Frau Eisemann. Ich glaube aber, beziehungsweise ich bin fest davon überzeugt, dass er und seine Gerlinde jetzt genau in dem Moment daheim sitzen und unsere Sendung vom Fernseher aus anguckt. Ja, sag, jetzt komm ich nicht mehr draus. Warum machst du den Fernseher aus? Ja, hast ich gehört. Jetzt kommt gerade der Martin, wo ich gar nicht leiden kann. Der, wo mich imitieren tut, den finde ich einfach gar nicht
gut. Einmal sendet die kleine Geister statt Hannes und der Bürgermeister was anders da beim SWR und noch kommt so ein Depp daher. Mensch, Winfried, lass dich jetzt so gehen. Du wirst doch mal einen Spaß verstehen. Ein Spaß wär's wenigstens ein wenig passabel. Doch der kopiert mich miserabel. So wie der schwätzt als meine Kopie, so blöd schwätz ich im Leben nie. Hanoi, du schwätzest ungefähr tatsächlich nicht so schnell wie der. Wie meinst du jetzt dies? Hör mir mal zu, der ist halt jünger noch wie du. Wie jünger? Ich bin voll im Saft. Ich hab nur Schwung, ich hab nur Kraft. Drum kandidiere ich auch am Ende wieder als Ministerpräsident. Sonst hätten wir zuletzt, du liebe Kacke, noch der Boris Palmer an der Backe. Ja, bloß ich hab doch die Kompetenz fürs Land und für der Daimler-Benz. Und das mag jeder Schwabe gern, grün die Schale und schwarz der Kern. Mensch, Winfried, meinst dein Übermut tut dir in deinem Alter gut? Ja, tätest dich denn nicht verlocken, zu mir da auf das Sofa zocken? Ich auf dem Sofa, dauernd hier, vor Schrecken hol ich grad ein Bier. Jesus, Winfried, ist zu schnell, sonst rennst du zuletzt noch das Hirn an, gell? Wie schaff ich's bloß, dass der's kapiert und das nächste Mal nimmer kandidiert? Ich hab's. Wo kobelt wird, da fallen Späne. Ich steck den in Quarantäne, indem ihn in den Keller zerre. Und da kriegt er eine Ausgangssperre. Jesus, langsam, rennet so. Das hab ich gelernt vom Biden-Joe. War meinsch? Der Kerl ist auf Zack. Das ist auch bloß ein alter Sack. Genauso eben wie komplett dein ganz Regierungskabinett. Den ganzen Trupp umweht den Duft. Bereits ein bisschen schon nach Gruft. Oh, egal, tät ich auch leider an Demenz. Hauptsache, es ist gesund, der Daimler-Benz. Nun, sag mir doch, mein lieber Ma, wann sind denn wir mit Impfen dran? Hat das ganz einfach, konsequent. Wenn wir das richtige Alter hin, dann schaust im Internet dich um nach deinem richtigen Impfzentrum. Den Impfterminservice erreicht man über eine App vielleicht, macht dir die App jedoch ein Humor, dann sucht man sich eine Hotline-Nummer, die ruft man an, vorausgesetzt, man kriegt einen, der mit einem schwätzt, beziehungsweise sonst ganz klar, da druckt man aus ein Formular aus dem Computer ganz geschwind, das kann jeder, der nicht blöd im Grind, dann muss man mit dem Formular... Ich gang derweil in die Küche rein und schau, ob's Apps zum Spüle sei. Muss man mit dem Formular... Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das war. Ach so, genau. Ich glaub, ich hab's. Dann trinkst fürs Halsweh zuerst einen Schnaps.
Und dann braucht man aber noch einen PIN, den kriegt man im Computer drin. Da hilft man freilich da dazu, denn der Johannes halt, mein Bub, dann unterschreibt man's und genau der Datenschutz natürlich auch. Dann patscht er zusammen die Synapse und dann wirst du abgeholt in die Klapse. Ich glaub mal zwischenein schalt ich der Fernseh wieder ein. Der Simpel, der mich imitiert, der ist jetzt fertig, garantiert. Ja, schau, der Hannes sieht auch graus heute wie Susanne Eisenmann aus. Hat die Eisenmann ist richtig gut, wenn man sie gar nicht hören tut. Mal schauen, was Susanne jetzt für einen Blödsinn wieder schwätzt. Ein Teil wäre bloß Präsenz, der andere Teil wäre zweigeteilt. Und das System ist ausgefeilt. Der erste Teil wäre dann im Bau. Die andere macht dafür blau, das heißt, die, wo daheim sind heute, die haben denn morgen freie Zeit. Die Grundschulkinder sind am Ende im Allgemeinen schon präsent, bloß die nicht, wo ein Elternteil das vielleicht gar nicht möchte derweil. Dazu nah wäre die befreit, wo von der Oma sind betreut. Das heißt jedoch definitiv, bloß wenn die Oma negativ. Und wenn sie, das sei hier betont, hier in der gleichen Ortschaft wohnt und in Begleitung kurz und frisch vor ihre eigenen Eltern ist. Die siebte Klasse schaffet still. Der Kretschmer, schwätze, was er will. Wer ist denn hier? Wo denkt er hin? Für die Schule, die Ministerin. Die Oberstufe bleibt absent, weil die daheim am Rechner pennt. Und in der Pause, wie man weiß, läuft Unterstufe stets im Kreis. Es ging auch im Viereck insoweit, jedoch auf jeden Fall zu zweit. Und müsst einmal ein Nieser sein, denn in die Knie kehle nein. Laut Länderkonferenzbeschluss kann alles, aber gar nichts muss, beziehungsweise können vielleicht, wenn die Sonne scheint und es nicht zeigt, und wenn vielleicht als Aszendent zum Mars die Venus stande könnt, und das steht fest, und das ist wahr, noch Frage, dann ist alles klar. Und die will jetzt auf meine Kosten der Ministerpräsidentenposten. Ja, weiß das nicht der schwarze Drache? Im Ländli braucht man bloß drei Sachen. Der Daimler, wie man wissen sollte, der Kretschmann und der liebe Gott. Hat überhaupt eine Ahnung, die von unserer Autoindustrie. Gott schütze uns vor Pestilenz und erhalte uns den Daimler-Benz. Gerlinde, gerade hab ich im Fernsehen gesehen, die Eisenbahn ist drinnen quer. Was? Die Susanne, die ist auch, so wie ich mein, eine nette Frau. Ja, Gerlinde, geht's dir denn noch gut? Weißt du, wie die mich nerven tut? Ja, tu doch jetzt schon wieder schimpfen. Wie war jetzt das mit seinem Impfen? Am besten wär's in jedes Haus, da schicken wir den einen raus. Natürlich halt in Konsequenz, am besten im Daimler-Benz. Und der tut impfen dann vor Ort die ganzen alten Leute dort. Oh je,
Das geht ja ewig. Nein, viel schneller. Wir schicken den Umweltminister Untersteller. Wir sehen, du, das wird der Wahn. Der sauet über die Autobahn. Dann ist ganz Land, das keiner schimpft, in 2-3 Tagen komplett geimpft. Ich hoffe, der kommt dann auch schon bald zu dir, weg da im Alter halt. Oh, jetzt fangst du schon wieder damit an. Wart's ab, war ich noch LSK. Ich weiß schon. Ich tu's schon kapieren. Du tust ja dies Jahr kandidieren. Aber wer schwätzt von dies Jahr? Jemine! Die Wahl von dies Jahr gewinne ich eh. Doch ist der Biden schon ganz klar so alt heute wie ich in 5 Jahren. Drum kandidier mit Eleganz ich auch schon 2026. Und wenn du dich verrechnet habst? Das ist egal. Da wäre ich Papst. Die Fasnacht, das ist schade. Die gibt es dies Jahr nicht. Drum sind wir auch gerade, wenn grätig im Gesicht. Doch falscher kommt die Wende, denn sie mir wieder froh. Dann ist der Spuk zu Ende und dann heißt Honaro. Oh, schau doch hin, oh, schau doch hin, schau. Corona, denn täglich unterm Dach. Dann hat sie in Persona der Karmel Lauterbach. Oh, schau doch hin, oh, schau doch hin, schau hin so wund und weh. Schau wieder mal, ich lebe wieder schön. Werter Herr Ministerpräsident, werte First Lady, es ist immer wieder eine Ehre, Sie in Konstanz begrüßen zu dürfen. Das waren der Herr Ministerpräsident und seine Gattin. Das waren Norbert Heitzmann und Achtung, Christiana Gondorf. Auf euch beide zwei baden-württembergische Honaro! Honaro! Ja, ihr Lieben, die eingefleischten Konzilzuschauer, die werden sich jetzt bestimmt gefragt haben, ja, Moment mal, normalerweise ist doch der Norbert Heitzmann immer mit der Claudia Zähringer auf der Bühne. Ja, das war auch bis vor 2 Tagen noch Stand der Dinge. Aber die Claudia hat leider nach einer der letzten Proben für diese Sendung einen kleinen Unfall gehabt auf dem Konstanzer Glatteis. Sie hat sich der Arm gebrochen und hat leider für euch heute Abend nicht auf die Bühne können.
betretene Gesichter, aber die Christiana Gondorf hat dann gesagt, egal, ich spring Eis, sie hat Tag und Nacht geprobt und innerhalb von kürzester Zeit sich diese Rolle draufgeschafft. Und noch einmal einen Riesenapplaus für dich, Christiana, für diese tolle Leistung. Und natürlich auch zu dir nach Hause, liebe Claudia, vom gesamten Team, von allen Akteuren. Gute, gute, gute Besserung. Ich bin überzeugt. Ich bin überzeugt, mit diesen Grüßen heilt dein Arm ganz, ganz schnell wieder. Und vielleicht kannst du es ja auch machen, wie viele andere Zuschauer auch. Du machst ein schönes Foto, wie du närrisch dekoriert daheim auf dem Sofa liegst und unsere Sendung anguckst und schickst es auf die Homepage, ladest das Bild hoch auf swr.de/Fasnacht zu unserer tollen Aktion der SWR Sofa Fasnacht. Wir freuen uns auf dein Bild und nochmal gute Besserung. Tschüss. Unter Musiker ist ja normal so, dass man gerne wenig den Schlagzeuger wenig versickelt, sagt man auf gut Deutsch. Das ist bei unserer heutigen Konzilkapelle bestimmt auch nicht anders. Und der Jürgen Weidele kann da bestimmt ein Lied davon singen. Er hat vor Jahren einmal eine Formation, eine Band zusammengestellt und hat einen Schlagzeuger gesucht. Und dann hat er tatsächlich einen Schweizer Schlagzeuger dann gehabt, einen Bewerber, der hat sensationell Schlagzeug gespielt. Aber der Jürgen ist ja musikalisch ein Fuchs und hat wissen wollen, was der Kerle sonst noch musikalisch so drauf hat. Und hat er gesagt, pass mal auf, ich spiele dir jetzt eine Tonfolge vor und du sagst mir, was das ist. Er hat denn ein C und ein E gespielt. Jürgen, kennst du das, magst du machen? Ein C und ein E? Genau. Und hat der Schweizer das auch gehört und hat gedacht, was ist doch das? Ja, das ist, könnte ich das vielleicht noch mal hören. Dann hat der Jürgen nochmal ein C und ein E gespielt und der andere all. Genau. Und er hat gesagt, ah, das ist immer noch so schwer. Ja, weil das ist hure schwer. Ich komme nicht drauf. Könnte ich das noch mal hören? Jawohl, jetzt habe ich es. Jetzt weiss ich es. Es ist ein Klavier. Aber ich glaube, das ist auch wirklich ein Einzelfall gewesen. Ich kenne eigentlich nur Schlagzeuger und Schlagzeugerinnen, die haben es musikalisch richtig gut drauf. Wir haben heute Abend schon mal solche hier auf der Bühne gehabt und die kommen nochmal, nämlich Drums to Street. Und diesmal mit einer Premiere. Das Programm, was sie jetzt uns bringt, war noch nirgendwo auf irgendeiner Bühne eine absolute Premiere. Sie kombinieren Street Rhythm mit klassischen Schweizer Elemente. Viel Spaß mit Drums to Street und der Swiss Edition.
Das waren sie nochmal, unsere Freunde, außenbenachbarte Kreuzlinge, Drums to Streets mit ihrer Swiss Edition. Nochmal einen riesigen Applaus und ein eidgenössisches Honaro! 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 Zu später Stunde wären wir jetzt hier im Konzil nochmal richtig sportlich. Wir kommen zu der neuen Trendsportart aus Deutschland, dem Extremschlange-Stehen. Ihr kennt es ja alle mittlerweile, vor dem Bäcker, vor dem Metzger. Da brauchst du wirklich Ausdauer. Manchmal nervt es, aber auf der anderen Seite ist es eine gute Gelegenheit, wenn man schon so viel daheim eingesperrt ist, dass man endlich mal wieder Leute zum Schwätzen findet. Vielleicht ist auch genau dieses Schlange-Stehen eine tolle Gelegenheit für unseren nächsten Gast, der jetzt zu uns kommt, weil die Dame ist nämlich immer noch auf der Suche nach ihrem Traumprinz. Freuen wir uns auf die Single-Lady aus dem Schwarzwald schlechthin. Viel Spaß mit Frau Weber! Alles ein bisschen anders überschaubar, aber sehr, sehr schön geworden. Ach, ich bin getestet. Hier waren ja alle getestet, weil wenn man nicht getestet ist, darf man nicht mitmachen. Und ich war hier beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, der hat mich getestet, negativ. Obwohl er gesagt hat, die Begegnung mit mir war sehr positiv. Er hat gemeint, ich soll in Zukunft auf mein Intimsystem, Immunsystem achten. Ja. Weil intim dürfen wir ja gar nicht mehr sein jetzt. Das haben uns ja diese beiden Herrschaften ans Herz gelegt. Die haben gesagt, nee, intim geht nicht mehr. Aber ja. Wobei, ich habe jetzt unter der Hand erfahren, dass der Herr Söder, die machen ja nur ihren Job, aber der Herr Söder, der trinkt jetzt jeden Morgen einen Schnaps, jeden Mittag einen Schnaps, jeden Abend einen Schnaps. Er hat gemeint, das wäre gut für sie, für sein Immunsystem. Das wäre, weil dann die Viren nicht so in Schwung kommen bei 38% Feuerwasser. Außerdem, er hat dann automatisch zu den Leuten den nötigen Abstand. Ja, wegen der Fahne. Ja, apropos diese Dagegendenker, die da immer noch mit der Fahne rumschweifen, da hat man langsam das Gefühl, die haben doch ihre Wedlerei, den ganzen Verstand schon verloren. Also das sieht so aus in Deutschland, das ist die neue Sportart, das ist Extremschlange stehen. Weil wenn man heutzutage was zu beißen will, dann muss man in der Schlange stehen. Apropos Schlange, sagt die kleine Schlange zur Mutterschlange. Du Mama, sind wir giftig? Sagt die Mutterschlange, warum fragst du das? Nein! Ach Gott sei Dank, ich habe mir gerade auf die Zunge gebissen. Brüller! Den ersten, den ich in meiner Schlange getroffen habe, das war er. Schauen Sie mal, unser Gesundheitsminister Spahn. Hinter mir stand so ein junger Kerl und hat ihn gleich gegoogelt. Und dann haben wir rausbekommen, dass er ja früher mal auf der Bank gearbeitet hat. Dann habe ich zum Herrn Spahn gesagt, sagen Sie mal, Sie waren ja früher mal Bankangestellter. Warum sind Sie denn das nicht geblieben? Hat er gesagt, da war so ein komischer Vorfall, da kam ein Kunde in die Bank und der hatte in der linken Hand einen Reisigzweig und in der rechten Hand so ein Päckchen. Wissen Sie, in der Schweiz sagt man Verhüterli dazu. Und dann hat der Kunde den Herrn Spahn gefragt, was meinen Sie wohl, was ich will? Und dann hat er spontan geantwortet, der Herr Spahn, ich kann mir gut vorstellen, was? Sie wollen Überziehungskredit bis Weihnachten. Die nächsten, den ich hier bei der Schlange angetroffen habe, war er, Herr Kretschmann. Ja. Er hat mich gefragt, ob ich auch auf dem Leberkäse freue. Ob ich mich auch darauf freue, habe gesagt, ja, aber nur wenn die Qualität stimmt. Wissen Sie, mittlerweile gibt es ja Wurstküchen, da möchte man ja gar nicht mehr reingucken.
Da sagt der Lehrling zu seinem Chef: Chef, wenn das rauskommt, was wir da reinmachen, dann kommen wir da rein, wo wir nie mehr rauskommen. Ja, das kann schon sein. Und dann hat er mir erklärt, wie das funktioniert mit der Forschung, mit dem Religiösen und mit der Politik. Er hat mir genau den Unterschied erklärt. Er hat gesagt, wenn in einem dunklen schwarzen Raum eine schwarze Katze ist und man sucht danach, dann ist es Forschung. Wenn in einem dunklen schwarzen Raum eine schwarze Katze ist und man glaubt, man hat sie gesehen, dann ist das Religion. Und wenn in einem dunklen Raum eine schwarze Katze ist und jeder weiß, dass sie nicht da ist und er sagt, ich hab sie, dann ist das Politik. Ich war gespannt, wer der Nächste ist. Oh Gott, eins müssen wir auf jeden Fall sagen, die Amerikaner, die brauchen kein Telefon, um sich zu verwählen. Es ist so gut, dass dieser Donald endlich ausgetrampelt hat, oder Tusch? Ja! Es gibt ja mittlerweile so viele Trampel auf der Straße. Es gibt Leute, die fahren jetzt zu dieser Zeit extra auf der Straße links so langsam, haben sie hinterher eine Riesenschlange, dass die auch mal das Gefühl haben, in der Schlange ganz vorne zu stehen. Verrückt. Haben Sie das gewusst? Auf der Autobahn gibt es nur ein Schild, bei dem man umdrehen darf. Ja, kennen Sie das? Heißt Willkommen im Saarland. Liebe Saarländer, sind Sie mir nicht böse, ich liebe Sie. Aber warum fährt der Schalke 04 Mannschaftsbus zurzeit über jede rote Ampel? Wissen Sie das? Auch nicht? Na, die wollen auch mal einen Punkt. Ich schau mal, wer als Nächstes in meiner Schlange steht. Unser Herr Minister ahnungslos. Das war ja sowas fast verrückt. In diesem Mautuntersuchungsausschuss, der hat ja nichts mehr gewusst bei der Befragung. Da hat er alle Sinne verloren. Getreu nach dem Motto, was summen die Bienen? Nichts, weil die haben den Text ja vergessen. Ja. Die haben den im Pressegespräch gefragt, tanken Sie eigentlich lieber Benzin oder Diesel? Hat er gesagt, am liebsten Dusel. Und das hatte er ja. Der hatte richtig Dusel. Mittlerweile ist das sowas von vergesslich geworden. Der ist erst vor kurzem im Bundestag auf einer Rolltreppe gestanden. Eine Dreiviertelstunde, weil die hatten Stromausfall und er hat vergessen weiterzulaufen. Das ist ja verrückt. Und wen haben wir hier? Ach Gott, der nächste Kandidat! Hello, Mr. Johnson, you are the Strubbelpeter von London. Jetzt ist endlich Exit, now you have the Brexit. Ich habe extra noch einen Englischkurs gemacht wegen dem Kerl. Das ist ja sowas von verrückt. Der Lehrer hat gesagt, Frau Weber, wenn alle so Englisch sprechen würden wie Sie, dann können wir die Schule zumachen. Und jetzt ist die Schule zu. Haben Sie schon gewusst, was Viehdiebstahl auf Englisch heißt? Oxford. Einen haben wir noch. Ich habe noch gar nicht geschaut. Ach, mein Herr Strobel. Immer lächelnd, braun gebrannt, der schönste Politiker in unserem Land. Den nehme ich mit nach Hause. Von dem habe ich schon ein paar Mal geträumt. Letztes Mal zog er mich im Sommer ins Gebüsch. Das Gras, es war grün, es roch sehr frisch. Was er mit mir macht, es verwirrt in mir den Sinn. Ich sage ihm nicht, was er tat, aber ich nehme ihn diesen Sommer noch mal mit hin. Dankeschön! Frau
Weber! Ja, ach, schön sehen Sie aus Ihnen. Bei Ihnen wird es wahrscheinlich auch so sein, dass die Frauen bei Ihnen Schlange stehen. Naja, gut, das hält sich in Grenzen. Aber ich habe eigentlich eine ganz funktionierende Beziehung. Ach ja, da gibt es ja 5 Geheimnisse dafür, für eine funktionierende Beziehung. Ein Mann findet eine Frau, die gut kochen kann. Das ist der Punkt Nummer 1. Genau, der zweite ist, ein Mann findet eine Frau, mit der er lachen kann. Ja, Punkt Nummer 3 ist, ein Mann findet eine Frau, die ihn nicht anlügt. Nicht so eine Flunkertante. 4, ein Mann findet eine Frau, mit der er hervorragend kann. Und der 5. Punkt ist der wichtigste. Die 4 Frauen dürfen voneinander nichts wissen. Dankeschön! Unsere Frau Weber. Und ich glaube, auch wenn sie heute ein klein bisschen hier mit dem Schlange stehen gehadert hat, eigentlich ist er ganz recht, wenn die Verehrer bei ihr Schlange stehen. Ja. Das war Frau Weber alias Hansi Vogt, ein dreifach Schwarzwälder. Honero! Honero! Ja, ihr liebe Närrinnen und Narren daheim, das war's jetzt. Wir sind wirklich auf der Zielgerade unserer Sendung angekommen. Und wie es Tradition ist hier in der Konstanzer Fasnacht, verabschieden wir uns natürlich mit musikalischen Grüßen nach Hause. Und darum sage ich zum letzten Mal, Nacht dort drüben, lieber Jürgen Weidele, liebe Take-A-Dance-Musiker, waltet eures Amtes. Liebe Narre, das war's jetzt also tatsächlich. Das war die Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil 2021. Eine ganz besondere Konzilfasnacht. Bleibt uns jetzt noch Dankeschön zu sagen. Dankeschön fürs Zuschauen. So rum geht's. Im Namen unserer beiden gastgebenden Narrengesellschaften, der Niederburg und der Camellia Paradies. Dankeschön im Namen der kompletten SWR-Crew unter der Leitung von Alex Göbel. Und natürlich auch Dankeschön von mir, eurem Rainer Vollmer. Bleibt jetzt noch ein weiteres Wichtiges. Auch wenn wir jetzt dieses Jahr nicht miteinander feiern können, live auf der Straße, auf der Gasse,
feiert trotzdem Fasnet. Es ist und bleibt Fasnet. Macht's daheim, macht es online, seid kreativ, schickt uns eure Fotos für die SWR Sofa Fasnacht. Egal, feiert Fasnet und für alle Dinge bleibt gesund, weil dann heißt's im nächsten Jahr wieder Konstanzer Fasnacht aus dem Konzil 2022 im vollbesetzten Saal. Bis dahin, Honaro, tschüss und Dankeschön.